Herzlich willkommen zu Threshold. Das ist ein. Ist, wir spielen Typen. Der will auf jeden Fall die Welt retten von irgendeinem anderen Typen und du musst Sachen kaputt machen. Neues Spiel, da gehen wir rauf. Schlechte Kritiken bekommen, soll sich immer wieder wiederholen, was du wie machst. Und genau, laufen mit rechts, links. Was war noch? Okay, er läuft automatisch. Bis dahin. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ja, und die Grafik wurde als sehr schlecht beschrieben. Hast du irgendwie ziemlich oft bei den Top-Down-Ansicht-Spielen, dass die Grafik nicht so doll ist. Freunde? Ich habe genau gedrückt, wo das Bild kam. Was zum Teufel? Okay. Ja. Warum nicht? So. Level spielen? Nee. Ja. Also irgendwie Steuerung ist egal. Also auch die Menüstruktur, irgendwie jeder Knopf ist vorwärts. Es gibt kein Zurück. Auf keinen der Knöpfe. Okay. Was heißt hier X? Okay. Okay, auf Viereck hole ich meinen Hammer raus. Auch so ein Satz, ey. Auf X schlage ich. Auf Kreis schlage ich auch. Kreis von der Seite auf X nach unten. Ich gehe besser nicht hin, sonst habe ich wieder ein Ladescreen. Okay, Viereck stecke ich hinweg und Dreieck ist nix. Springen ist nicht vorhanden. Okay, das ist runter. So, ich glaube, dann muss man mal wegstecken. Ach, vielleicht muss ich das weghauen. Aha, okay. Achso, und die Zeit läuft ab, ne? Okay. Ich hatte nicht die richtige Entfernung. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Irgendwie muss ich mehr mit Kreis zerstören. Ja. Interessantes Spiel. Ich meine, so als Minigame, ja. Ich werde aber irgendwie gerade nicht so der Fan davon. Sehr schön. Kann ich da auch Schaden bekommen? Keine Ahnung. Haben wir hier? Hört sich so, also sieht so aus, genau. Dachte ich mir doch. Okay, wir haben das erste Level im Zeitlimit geschafft. Ist ein Anfang. Ja, ich bin, also ich fühle mich jetzt nicht direkt abgeholt, um das mal so zu sagen. Zu sagen, sag mal. Okay, perfekt. Also wahrscheinlich für die übrig gebliebene Zeit kriegst du auch nochmal einen Bonus. Okay, das war das erste Level. Irgendwie, also du steuerst einmal in die Richtung und dann läuft er automatisch dorthin. Warum kann man nicht einfach mit... Ach, keine Ahnung. Die Menüstruktur. So, aber mal sehen, was... Achso, X, okay. So, folgendes, okay. Hammer raus. Muss ich jetzt in die andere Richtung, oder was?
Okay. Können die mir Aua machen? Gut. Okay, ja, können sie. Ist ganz lustig. Muss ich den wieder aufnehmen, oder? Okay. Lustig. Das ist bescheuert, ey. Das ist wieder mein Humor. Danke. Haben wir hier? Okay. Keine Ahnung. Springen können wir ja anscheinend nicht. Was ist denn das hier? Ach, warte. Achso, ich hau einfach öfter drauf, okay. Ah, nicht wieder bis Anfang des Levels. Stell mich aber auch dem nicht an, richtig? Richtig. Geh doch. Wie soll ich das anders machen? Kann ja nicht springen. Muss irgendwie springen können. Oh, okay. Ich probiere es jetzt nochmal aus mit dem Springen. Ja, voll versaut das Level. Ja, Grafik ist jetzt halt wirklich mehr so 2D, ne? Ah, okay. Okay. Dann machen wir mal den anscheinend. Kann doch nicht sein. Warte mal, wenn ich jetzt den hier mache. Okay. So, dann nehmen wir einen Hammer. Ach komm. 28 Sekunden. Das geht nicht, oder wie? Sehr schön. Komm, komm, komm. Zwei Sekunden. Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, ich werde da irgendwie nicht so ganz abgeholt. Angespielt haben wir es auf jeden Fall. Weiß nicht, ich will auch nicht die Person kränken, die das halt damals als erstes PS1-Spiel bekommen hat, aber mein Fall ist es nicht so ganz. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wir spielen ja alle PlayStation 1-Spiele an. Die Figur im Hintergrund ist lustig und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin.